Hallo, heute zeige ich euch, wie man die Rahmenpresse mit der doppelten Dornführung benutzt. Zunächst wird der Doppeldorn gut erwärmt. Zu Beginn wickele ich vier kleine Perlen und nehme dabei Maß in der Presse. Dann wird Glas ergänzt, um die Form an den Stellen auszufüllen. Nun ergänze ich Glas, um die Zwischenräume zwischen den vier Perlen zu füllen. Dabei kann man bereits mit einem Dorn die beiden Verbindungen etwas nach außen drücken und schon vor dem Pressen etwas in Form bringen. Nun die beiden Seiten pressen. Glas ergänzen, um die Form zu schließen. Zwischendurch wird die Form in der Presse kontrolliert.
Nun wird alles gleichmäßig erwärmt, um im Anschluss dann zu pressen. Nun genau schauen, wo noch Glas fehlt. Dort wird es ergänzt und dann erneut gepresst. Bei dieser Art der Presse ist es wichtig, den Glasrahmen nicht zu weich zu machen, damit er nicht auf den Dorn absinkt. Nachdem der Glasrahmen fertig ist, kann man ihn nach Wunsch dekorieren.
So sieht die fertige Rahmenperle aus. Für das Lösen der Perle ist ein Schraubstock hilfreich. Man fasst mit beiden Händen die Rahmenperle und löst sie durch leichtes Hin- und Herbewegen. Es ist Vorsicht geboten, weil die Perle nur aus einem dünnen Glasrahmen besteht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die Presse könnt ihr erwerben bei perlenpresse.de. Bis bald!